Ja, 2016 war ein gutes Jahr. Da das originale Video ja leider von YouTube runtergenommen wurde, weil es etliche Copyright-Ansprüche wegen der Musik enthielt, dachte ich mir, ich schneide die Musik raus und lade das jetzt nochmal hoch. Das ist eigentlich was, was ich schon das letzte Jahr machen wollte. Hab's aber irgendwie verschwitzt, vergessen, keine Ahnung. Und jetzt will ich es aber dieses Jahr machen und dann schaue ich mir nochmal die Richtlinien an bezüglich des Copyrights und sehe, ja, es gibt zwar zwei Copyright-Ansprüche, die aber kein Problem für die Wiedergabe darstellen. Und ich denke mir so, ja, was, warum, was zum Teufel? Das Video konnte nicht abgespielt werden in ganz Deutschland und jetzt plötzlich ist das Ganze kein Problem mehr. Ist okay. Auf jeden Fall lade ich jetzt dasselbe Video hier nochmal hoch, in einer neuen Version sozusagen, und ich hoffe mal, dass jetzt nicht wieder was total Willkürliches passiert. Was vielleicht noch ganz witzig ist, ist, dass ich, also ja, witzig ist es jetzt vielleicht für euch, für mich war es damals nicht so witzig, wegen des Drehs von dem Kurzfilm da habe ich eine Anzeige bekommen. Um genau zu sein, drei Anzeigen bekommen. Und ja, hat sich dann aber alles geklärt zum Glück. Wenn ihr mögt, kann ich zu dieser Story mal ein separates Video machen. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. So, hier habt ihr jetzt das ganze Tutorial von damals und ja, viel Spaß damit. Da ich vorher einen Haufen Müll erzählt habe, muss ich hier jetzt was nachtragen, nämlich, also ich habe für das ganze Projekt Flüssiglatex verwendet, dann noch ölbasierte Gesichtsschminke oder Gesichtsfarben und Kunstblut natürlich. So, das sei jetzt dazu gesagt und ich werde das jetzt nicht großartig erklären, weil alles im Großen und Ganzen eigentlich relativ selbsterklärend ist. Falls es dennoch Fragen gibt, dann stellt mir die bitte in den Kommentaren. Ich werde mich sehr bemühen, euch alles zu beantworten. Something weird and it don't look good.
Ma dai die Gane.
Okay, ich hoffe, das hat euch jetzt einigermaßen unterhalten. Vielleicht konntet ihr auch was lernen daraus, obwohl ich die meiste Zeit selber nicht wusste, was ich eigentlich mache. Aber jo, wie im alten Video schon erwähnt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde mich bemühen, die zu beantworten. Und ja, die ganzen Produkte, die ich verwendet habe, die könnt ihr übrigens in der Videobeschreibung finden. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und jetzt ist ja bald Halloween, also dann wünsche ich euch auch noch ein sehr schön schauriges Halloween. Und spukt ein bisschen herum. Und dann wünsche ich euch, wie schon gesagt, einen schönen Tag. Vergesst nicht zu lachen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.